Willkommen zurück zu God of War. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Haben hier noch die Ketten gesprengt. Da muss man wieder alles alt machen, damit das Tor hier runter geht. Und hier geht es jetzt wieder ins Wasser. Ich frage mich, hier kann ich nichts machen. Okay. Also müssen wir hier durch das Loch da anscheinend. Schwimmen wir erstmal. Gibt es da bestimmt auch Geheimnisse, oder? Hier, guck mal, das Holz da, das sieht doch verdächtig aus, ne? Ah, ich komme da gar nicht so weit runter. Guck mal. Ne, da komme ich gar nicht erst hin. Okay, dann geht es hier weiter. Ah, hier kann ich nur. Aha. Hier kann ich nur runter und hoch. 2D-mäßig. Okay. Muss man jetzt eigentlich da runter, ne? Aber man kann auch hier oben lang. Wartet mal. Dann gehe ich nochmal zurück. Will ja auch da wissen, was da unten ist. Wenn das hier nicht immer so leuchten würde. Die Spiegeleffekte, ne? Die irritieren einen ganz schön. Da ist aber was. Ah ja, hier hat er auch. Moment. Ein Götzenbild des Schiffskapitäns. Ein geschnitztes Bild von Poseidon, das Schutz auf dem Meer bieten soll. Ja, schließe das Spiel ab, bla bla bla. Okay. So, kann ich hier noch weiter? Ne, hier kann ich nicht mehr in den Schiff rein. Kann ich auch nicht. Da muss ich echt hier oben, wo wir schon mal waren. Und hier lang. Da geht's nicht lang. Da auch nicht. Okay. Okay, hier lang geht's. Hallo, wo bin ich? Ah, ich habe mich gar nicht gesehen mehr gerade. So, hier haben wir wieder eine weitere Orbkiste. Schön. Ich brauche Magie. So, ich wollte aber noch mal hier so oben, ob ich auf die andere Seite, ob sie hier auch noch irgendwo was. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Na gut, dann wollen wir mal glauben, dass da nichts weiter ist. Boah, durchzwingen. So. Ach, was haben wir denn hier im Hafen? Und guckt mal, da hinten ist ein Titan. Der Hafen von Kira, tatsächlich. Erstmal alles wieder kaputt machen. Warte mal, hier stand doch auch was. Kann ich nicht hier hoch? Ne, da kann ich nicht hoch auf das Ding. Ach, das soll wohl eine Einladung sein. Gehen wir aber erstmal noch nicht hin. Erstmal schauen wir uns hier um. Und da hinten sind noch Kisten. Überall Orbs drinne. Ist so ein Zettel gewesen. Brief an die Frau eines Seefahrers. Ich sehne mich nach der Rückkehr zu dir und unserem Sohn. Seit dem Angriff und der Zerstörung des Aquädukts ist es schwer geworden, sicher nach Kira zu gelangen. Ich hoffe, es geht euch gut. Jo. Seefahrer. Ach, man kann hier auf die einzelnen Schiffe auch rauf. Aber hier gibt's nichts, oder? Nö. Okay, jetzt will ich aber erstmal die Kisten da haben. Einmal weitere Feder und damit haben wir eine weitere Magieerweiterung.
sehr schön. Ich denke mal Magie noch einmal auch. So, und hier müsste dann wieder ein Auge drin sein, ne? Ja, das zweite. Sehr schön. So. Da sollen wir anscheinend hoch, weil da ist Bewegung auf dem Schiff. Also gehen wir noch mal da hinten gucken. Richtung Titan, wo wir noch nicht waren. Oh ja, hier gibt's ja auch noch Kisten. Ups. Sehr schön. Und hier kann ich nicht rein. Vielleicht hat der Titan ja was zu sagen. Da hinten ist auch noch einer. Brauchen wir alle. Haben nämlich bald unsere Klingen auf voller Stufe. Ey, ah, hier ist sogar. Warte mal, hier kann ich doch. Der Hafenmeister von Kira. Als Gefangener von der Insel der blutdürstigen Lästigonen führt dieser zahme Riese wartende Schiffe in die Bucht des Hafens von Kira hinein und hinaus. Ach, der darf die... Oh, der Arme, wa? Ehrlich mal. Guck mal, hier sitzt dann einer so auf den Stuhl hier und dann los. Und der zieht die dann... Schade, dass man nicht mit denen reden kann. In anderen Teilen konnte man ja mit den Riesen immer reden. Na gut, dann haben wir das jetzt auch. Müssen wir soweit hier alles haben jetzt, ne? Können ja hier noch mal. Ach, nicht mal mehr 1000. Dann haben wir es geschafft. So. Versteckt sich, Orkos. Du weißt, ich gehöre zu den Furien, die deinen Bund schmiedeten. Du würdest mich töten, bevor ich nur einen Ton sage. Dann sag mir, was hat dich dazu gebracht, die Deinen zu verraten? Das warst du. Das Unrecht deines Eides ließ mich zweifeln. Ist es möglich, dass du trotz all deines Leids noch immer nicht begreifst, warum du erwählt wurdest? Warum Ares dich brauchte? Warum er dich noch immer braucht? Was meinst du? Oh, Kratos. Der Gott des Krieges plant dies schon seit Jahren. Ich bin der Spross des Kriegsgottes und der Furienkönigin. Aus Zorn und Wahnsinn hoffte Ares, den perfekten Krieger zu zeugen. Doch ich war eine Enttäuschung für ihn. Meine Mütter haben mich verschont. Sie machten mich damals zum Eidhüter. Obwohl meine Bürde schwer war, war ich entschlossen, jenen zu dienen, die mich angeblich liebten. Doch du warst es, Kratos. Es war die letzte Pflicht deines Bundes, die mich an den Taten meiner Familie zweifeln ließ. Ich suchte Rat bei Aletheia. Sie war es, die mir Ares' Plan verriet, Zeus zu stürzen. Doch er brauchte den perfekten Krieger. Ares formte dich, um die Grundmauern des Olymps einzureißen. Ares, vernichte meine Feinde und mein Leben ist dein! Um dich allein ihm zu verpflichten, ersannen Ares und meine Mütter drei Blutpflichten. Vergieße das Blut deiner Feinde. Das Blut der Unschuldigen. Das Blut deiner... Die Vergangenheit ist vorbei, Orkos! Und doch willst du die Vergangenheit jetzt berichtigen? Und das tue ich ohne die Hilfe einer Furie.
Ah, interessant, interessant. Die an seinem Verstand zehrten. Die Gedanken nun klar, wandte der Krieger seinen Zorn gegen die noch übrigen Furien und auf ihre endgültige Vernichtung. Und jetzt sind wir wieder hier, wo wir die erste Furie getötet haben. Und werden erstmal von einem Cerberus ich bin in seiner Blase leider. Komm mal her, ich hau jetzt mal mit dem Schwert eine Weile drauf. Kann ich den nicht? Ach scheiße, ich habe zu spät reagiert. So, der wäre erstmal weg. Jetzt zu euch. Da hast du. Sau. Komm her. Da. Und nochmal Kopf ab. Ah ja, die wollen hier. Guck dir mal unsere Flammen an, ey. Haben wir ja keine Chance. Den hat es gleich mal komplett verbrannt. Den auch. Kommen die alle her? Alter Schwede. Aber wir haben ja immer noch das gute Feuer, weil ich das hier mit L3 nicht benutze. So, ich soll jetzt hier... Nee, Moment. Das muss ich erst wieder aufladen. Das ist jetzt eine komische... Ansicht hier. Oder muss ich... Moment. Oder ist hier was kaputt? Ja, hier geht's ja sonst nicht weiter. Hier vielleicht. Nee. Ach so, ich kann hier ja... Genau. So war das ja. Jetzt ist die Frage, wiederherstellen? Ja, klar, wiederherstellen. So, jetzt sind wir nämlich wieder... Jetzt sind wir wieder beim Riesen, ne? Das Ganze, was auf dem Riesen gebaut wurde. Kann ich denn hier... Aha, guck mal, man kann hier sogar... in die Seiten... Gänge rein. Ein weiteres Auge. Sehr schön. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil das ist ziemlich... ja gut, hier war jetzt eine Treppe. Aber... Hier jetzt kann ich nicht hoch, ne? Kann ich denn hier... Hier kann ich zum Beispiel hin. Oh, hier gibt es nochmal was. Eine Feder.
Ops. Aufzeichnung des Schreibers des Herakun. Na, ihr wisst schon. Ich versinke in ihrem Wahn. Ares hat Rat bei der Furie Alecto gesucht. Sie sind ihrem Sohn gegenüber so herzlos. Orcus Schmerz. Ah, den Buchstaben kann ich gerade nicht erkennen. Alle in meiner Kammer wieder. Schmerze? Na, ist egal. Habt ihr gerade da den? Also ich konnte da die Buchstaben nicht mehr erkennen. Also verzeiht, wenn das manchmal ein bisschen sich blöde anhört. Außerdem wisst ihr ja, ich lese ja nicht so gern vor. Hey, Moment mal, das ist doch hier... Moment mal, das ist der Anfang. Das erkenne ich... hier konnte man zum Anfang nicht hin. Hier hinten. Aber hier geht es auch nicht weiter. Moment, konnte ich hier vielleicht noch hoch? Nee, lässt er mich nicht. Das ist der Anfang, das erkenne ich an diese blöde, die hier, ne? Und hier die Gefangenen. Aber jetzt kann man hier auch rein, zu den Gefangenen. Herr 1. Ah, ist wieder eine Illusion, ne? Ist das Herkules? Seit Jahren beobachte ich dich. Schon als du ein Kind warst, erkannte ich die Zeichen. Nee. Selbst der Verlust deines Bruders hat dich nicht wanken lassen. Die Tragödie hat dich nur gestärkt. Du hast dein Können gestellt. Und jetzt, Kratos, hast du die Größe erreicht, die in dir steckte. Du hast ehrenvoll gedient. Du hast uns Ruhm gebracht. Und heute hast du deinen Platz unter uns verdient, als größter General, den Sparta je gesehen hat. Ja, das war wieder eine Illusion, ja. So, es gibt also etwas, das du mehr liebst als Ehrgeiz. Du wirst die Nächste sein. Miststück. So. Na, brauchen wir zwar nicht ein bisschen Leben. So, ist das hier immer noch in den Zellen? Ja, ne? Ja, eins. Moment, ich drück das gleich mal. Ich will nur mal hier nehmen. Ah, nee. Na, hoffentlich geht die Tür gleich wieder auf. Was bist du für eine? Eine Gift-Tussi? Komm mal her. Ach, scheiße. Komm mal her. Alter. Embusa-Stich. Eine Embusa so zu töten, er bringt immer Magie-Orbs. Das ist auch schön. Haben wir ja gerade ein paar ausgegeben gehabt. So, jetzt geht er wieder runter hier. Ich will da vorne noch mal hin. Ja, wir sollen da hoch, ist richtig. Aber... So, hier war ja noch was. Aha. Orcus Mantel. Orcus trug ihn, als er... gequält und eingesperrt wurde, weil er sich mit dem Orakel Aletai gegen seine Mutter richtete. Schließe dieses Spiel ab, das ist wieder ein Gegenstand für ein Narrenspiel. Und hier können wir gar nicht mal raus. Ich denke mal, dass wir da oben, wenn wir rüberklettern, dann wieder auf der anderen Seite sind. Ja, das denke ich mal. Moment mal. Ja gut, er klettert ja von alleine. Und da haben wir noch einen Speer. Ja, ja. Ihr ollen Zip.
Da. Fixe. Und hier. Und zerreißen. Jawohl. Und die mal von einem wollen. So, hier kommt man wieder runter, aber ich wollte mal gucken. Okay. Kann man denn hier nochmal zurück? Nee. Vielleicht kommen wir ja doch nochmal an der Stelle vorbei. Das wäre super. Brennt alle. Jawohl. Oh, ich liebe das Feuer. So, die nehmen wir auch mal mit. Hier komme ich aber immer noch nicht rein. Hier. Okay, das ist ja quasi nochmal der Anfang. Sieht aber schon geil aus, wie dann alles wieder ganz ist auf einmal. Ah ja, da unten soll ich hin. Ja, ich hoffe nur, ich komme noch mal. Ja, ist jetzt blöd bei dem Anfang, dass ich da gleich reingegangen bin, ne? Da ging es ja auch noch weiter hinter. Naja, gut. Werde ich dann beim zweiten Durchspielen wahrscheinlich dann nicht mehr machen. Ah ja. Ach so, ich muss ja bloß... Und hier ran. Okay, loslassen. Ich hab gedrückt, Leute. Ich hab gedrückt. Aber er hat nichts gemacht. Dann müssen wir es nochmal machen. Ja, Mist. So. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, zu weit rechts gewesen. Ah, jetzt geht das wieder los. Hätte auch mal beim ersten Mal klappen können. So, dann machen wir das wieder in Ruhe. So. So. So, in Ruhe. Ah, jetzt hat es geklappt. Boah, wie weit er springt, ey. Fast wie Hulk hier. Das ist ja genau, das ist der Kopf, den wir platt gemacht hatten. Muss ich hier zurückgehen? Gitter. Hier ist das Gitter so einladend auf. Ah, hier haben wir eine Kiste. So, müsste das jetzt nicht reichen für... Jawohl. Ultimative Waffe. Sehr schön. So, Feuer war ja schon voll. Jetzt wollte ich hier Blitz machen. So. Machen wir jetzt als nächstes Blitz komplett. Dann würde ich sagen, die Hades-Dinger waren... Oh, das kann man auch nochmal. Das ist doch die Fähigkeit für 5000. Größeren Wirkungsbereich verringert. Ach so, Abklingzeit. Ach so, gut, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Okay. Hier können wir runter. Toll, war da hinten jetzt noch was.
Von hier sind wir gekommen, ne? Ach so, ne, hier war ja das Tor zu. Okay. Alles klar. Dann geht's natürlich hier noch weiter. Ja, warum eine Leiter benutzen, wenn man auch runterspringen kann, ne? Oh, den geht's nicht so gut. Den haben sie ein bisschen länger gemacht. Da müssen wir hin. Alles klar. Okay. Boah, hier grillen sie irgendwelche Menschen. Guckt mal hier im Feuer. Ah, guck mal, das hat den jetzt... Und jetzt zieht's den wieder auseinander. Boah, warum der nicht schon durchgerissen ist, frage ich mich. Ja, ja, hier seht ihr meinen Kopf, der glüht. Also hier muss ich irgendwas mit dem Dings. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Und hier kann ich auch irgendwas machen. Okay, da war auch eine Leiche drin. Ach, ich verstehe. Ja, ich will euch aber jetzt nicht alles zeigen. Okay, ich wollte erstmal einen Schnitt machen. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt God of War. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.